Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bobsmods. Und letztes Mal haben wir festgestellt, wir brauchen mehr Steine. Und wir brauchen Steine für alles Mögliche. Und hier haben wir einfach keinen tollen Durchsatz. Drum machen wir das doch mal so. Und das hier müsste dann alles rot werden. Hier genügend Durchsatz hinbekommen. Und das heißt, hier brauchen wir dann etwas mehr. Und so wie es aussieht, reicht dann unser Setup hier nicht mehr. Was wir hier allerdings machen können, ist, wir können die mit den Förderern mit höherer Produktivität ersetzen. Und dann müssen wir hier die Bänder abdecken. So, nehmen wir es bis hier. Und da fehlen uns die blauen Splitter, blauen Teiler. Die kann ich mal anfordern. Und dann sollten wir hier eine bessere Verladung auf den Zug hinbekommen. Allerdings können wir dann auch hier Stapelgreifarme hinmachen, denn wenn wir die Kisten voll haben, dann wollen wir den Zug möglichst schnell beladen. Aber ich denke, wir werden dann alsbald mal ein neues Steinfeld brauchen, wo wir den Stein statt wie hier abholen, den Stein anliefern für unsere Ziegelschmelze. Aber den normalen Stein können wir dann ja direkt vom anderen Steinfeld abholen. Ja, vielleicht brauchen wir auch den Stein hier für die Landausschüttung. Ich denke, das nächste Steinfeld, das liegt hier hinten. Und in der heutigen Folge, denke ich, werden wir mal schauen, wie sieht es mit unseren Feldern aus, mit unseren Erzfeldern. Wo müssen wir etwas nachhelfen, damit wir sicherstellen können, dass wir hier genügend anliefern, damit wir unsere Produktion, dass unsere Produktion nicht in Stocken kommt. Denn was wir immer wieder gesehen haben bei unseren Ansätzen für Forschungsflächen, irgendein Material fehlt und drum wird einfach nicht genügend produziert. Wenn wir hier bei dem Blauen dem nachgehen, dann werden wir feststellen, es fehlt uns an Silikon und an Silikon fehlt es uns, weil es uns hier oben an Stein fehlt. Das heißt, die Ursachen für unsere Probleme sind mangelnde Ressourcen. Und das wollen wir heute beheben und dann finden wir vielleicht auch noch etwas Zeit, um uns hier um ein paar weitere Alien-Nester zu kümmern. Ich habe hier das zweite Steinfeld angeschlossen. Es fehlt uns allerdings noch der Strom. Vielleicht verbinden wir das und das hier. Aber gleich hier oben haben wir ein Alien-Nest und sobald wir hier Stein abbauen, wird das die Aliens nicht besonders erfreuen. Drum warten wir mit dem noch, bis wir mit den Aliens uns befassen können. Und wenn ich mir anschaue, wo hapert es denn bei unserer Produktion, welche Materialien bekommen wir nicht schnell genug geliefert, ist das oder war das Stein und
dann aber auch Aluminium. Und Aluminium, ich denke, da ist das Bottleneck bei dem Sodiumhydroxid. Wenn wir da oben hinschauen, jetzt wird wieder produziert, aber hier sehen wir, das ist gleich wieder ausgelaufen. Und da sehen wir auch hier, haben wir nicht eine wahnsinnig schnelle Produktion. Wir sehen auch, dass wir hier bei den verarbeiteten Produkten ziemlich voll sind. Das heißt, für Chlor und die Chlor-Nebenprodukte brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, so dass wir hier einfach nicht mehr herstellen können. Was wir allenfalls machen könnten, ist hier etwas mit Produktivität schaffen, dass wir weniger von dem Sodiumchlorid-Hydroxid brauchen. Ansonsten denke ich, sieht es hier ganz gut aus, zumindest im Moment alle Bänder recht voll. Hier das Lötzinn immer wieder etwas knapp, aber das liegt hauptsächlich daran, wie viel das wir da unten dann effektiv verbrauchen. Aber ich denke, der nächste Schritt muss nun effektiv sein, dass wir uns da die Aliens vom Leib halten. Und wir haben ja vor einer halben Ewigkeit mal eine entsprechende Rüstung gebaut. Die ist immer noch recht gut. Aber was wir machen können ist, wir können hier uns bessere Lasergeschütze besorgen. Wenn wir die jetzt hier reinpacken, dann sollten wir hier recht gute Firepower haben. Ich bin mir nicht sicher, wie gut dann unser Fusionsgenerator und die eine Batterie durchhalten wird. Aber wir können das ja mal ausprobieren, da mit dem Alien-Nest beim Stein da hinten. Dann wollen wir mal herausfinden, ob die Combo mit den Lasern und unseren Exoskeletten hier ausreichend genug ist für die Nester. Zumindest für so ein großes Nest oder kleines Nest scheint das genügend gut zu sein. Akku auch noch akzeptabel. Und dann gehen wir doch gleich mal hier auch so ein bisschen rum, um die anderen Nester, die auch noch hier in der möglichen Reichweite von unserer Verschmutzung liegen, zu beseitigen. Und da wir hier ja mit einer Rail Map arbeiten, breiten sich die Alien-Nester, die wir hier beseitigt haben, nicht weiter aus in den Bereich, den wir bereits aufgedeckt haben. Drum macht es hier durchaus Sinn, hier einfach mal die Alien-Nester außerhalb in unserem Verschmutzungsbereich zu beseitigen, denn das wird auch die Evolutionsrate von den Aliens reduzieren, denn ein Faktor ist, dass sie sich weiterentwickeln, wenn wir Alien-Nester zerstören, aber auch wenn sie im Bereich der Verschmutzung reinkommen.
Und hier auf dieser Seite sieht es nun gut aus. Dann kann ich hier mal den Teil hier verbinden. Hier machen wir noch sowas dran. Dann hier. Das sieht besser aus. Und dann Strom. Und dann bekommen wir mehr Stein raus, was uns insgesamt helfen sollte. Und jetzt, da wir gesehen haben, dass das recht gut funktioniert, wir haben hier etwas an Akkuleistung verloren, aber ich denke, ich gehe jetzt auch noch mal in diesen Ecken hoch, dann vielleicht auch hier unten rum, um da die Nester in der Nähe von unserer Verschmutzungswolke zu beseitigen. Und dann müssen wir schauen, wie können wir die weiteren Probleme mit unserer Ressourcenversorgung angehen. Das Sodiumhydroxid produzieren wir an zwei Orten, hier oben und unten bei unserer Plastikverarbeitung. Und eine Möglichkeit, mehr Sodiumhydroxid rauszubekommen, ist mehr von dem Wasserstoffchlorid, Chlorwasserstoff oder Chlor und Wasserstoff zu verbrauchen. Und ich denke, das ist nicht wirklich zielführend, denn wenn wir schauen, wir brauchen das einerseits hier bei der Verarbeitung von Kunststoff, aber da sind wir ziemlich am Maximum, was wir verbrauchen. Darum denke ich, das ist nicht wirklich eine Option. Und dann haben wir hier unten noch etwas Chlor, das wir brauchen für Gold. Gold ist aber voll. Und das lässt dann effektiv noch die Titanverarbeitung offen. Und da habe ich bereits abgedatet, aber das ist im Wesentlichen fast ein geschlossener Zyklus, nur dass wir hier zusätzlich Chlor verbrauchen. Drum wahrscheinlich nicht der optimale Ansatz, aber wir können einen anderen Weg gehen, um mehr zu verbrauchen, indem wir einfach mehr in die Luft blasen. Und hier haben wir ja bereits ein Setup, das sicherstellt, dass die Tanks nicht voll laufen und dass unsere Produktion dann hier plötzlich ins Stoppen kommt. Was wir allerdings machen müssen, ist hier das Ganze etwas erweitern, so dass wir mehr als nur einen Lüfter haben, der das Ganze in die Luft bläst. Und dann können wir vielleicht auch hingehen und sagen, okay, dann wollen wir hier vielleicht bessere Maschinen haben. Wenn wir die bis grün updaten, dann kann ich die aus der Tasche auch produzieren. Und dann brauchen wir vielleicht auch hier auch gelbes Band. Gelbes Band. Das sollte dann letztendlich bei der Produktion von Aluminium helfen. Wenn wir hier mehr Sodiumhydroxid produzieren,
dass wir bei der Aluminiumverarbeitung dann wieder mit reinschleißen können. Wenn wir uns sonst so mal anschauen, was wir für Stationen haben, die weiß sind. Weiß bedeutet, hier erwarten wir einen Zug. Dann ja, wissen wir das hier. Aber hier auf dieser Seite, da sehen wir Aluminium, aber auch Zinn. Zinn ist wahrscheinlich etwas vom nächsten, was wir uns anschauen müssen. Und was ich auch immer wieder festgestellt habe, ist, dass Kupfer und Eisen brauchen wir recht viel. Aber da denke ich, da sind wir bei der Produktion so gut aufgestellt, dass es rein ein Warten auf den Zug ist, bis der kommt. Und wenn wir uns das hier unten anschauen, da könnten wir etwas besser sein, wenn wir jetzt beispielsweise das hier auf Rot updaten. Sie hinten. Dann sollten wir hier volle gelbe Bänder rausbekommen. Das sollte dazu führen, dass mehr von den Schmelzen dann effektiv auch produzieren. Und idealerweise haben wir hier dann volle gelbe Bänder, was bedeuten würde, dass wir hier durchs Band mal ein Update durchgeben müssen, dass dieser Zug schneller beladen wird, so dass wir da auch dem nachkommen können, was wir benötigen. Und ich denke, dieses Zinnfeld ist noch recht groß, das hat noch einiges drin. Ich denke, das reicht uns hoffentlich bis ans Ende dieser Serie, nicht so wie beim Stein, wo wir hier nun auch einen Zug geladen haben. Das heißt, den Bahnhof hier unten, den können wir nun eigentlich auch aktivieren. Und diesen Zug müssen wir auf automatisch stellen. Und momentan wird hier einfach entladen. Aber das Förderband führt noch ins Nirvana, denn wir wollen zuerst dieses Steinfeld leeren, bevor wir da von woanders her Stein mitbeziehen. Und damit sollten wir besser in der Lage sein, hier zu produzieren, was wir benötigen. Und ja, ich denke, damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Nächstes Mal werden wir wieder schauen, wie sieht es denn mit unseren Wissenschaftspaketen aus. Ich hatte immer so ein bisschen ein Auge auf unsere Forschung und da ist immer was vorwärts gegangen. Das heißt, wir sind auf einem guten Weg zu unserem Ziel von 4 Flächen pro Sekunde von jeder Farbe. Also bis zum nächsten Mal und tschüss!